Der Grund für die nächste Eiszeit sind die sogenannten Milankovitch-Zyklen. Um das zu verstehen, klären wir erstmal schnell, wie eigentlich die für uns gewohnten Jahreszeiten entstehen. Die Erde rotiert auf ihrer Bahn um die Sonne. Ihre Achse ist aber nicht ganz senkrecht zu dieser Bahn. Die Erdachse ist geneigt, und zwar um knapp 23,5 Grad. Und dadurch ist ein Teil der Erde eher zugeneigt und der andere Teil eher weggeneigt. Durch diesen unterschiedlichen Einfallswinkel des Sonnenlichts entstehen die Jahreszeiten. Und das erklärt auch, weshalb es in der Äquatorgegend keine ausgeprägten unterschiedlichen Jahreszeiten gibt. Denn hier ist der Einfall des Sonnenlichts immer gleichmäßig. Und in den meisten Darstellungen beschränkt es sich auch auf diese Bewegung unserer Erde um die Sonne. Aber das ist höchst unvollständig, denn in unserem Sonnensystem gibt es ja noch viel mehr Himmelskörper und die wirken alle mehr oder weniger stark aufeinander ein. Obwohl die Sonne zwar 99% der Masse des Sonnensystems ausmacht und damit definitiv der stärkste gravitative Einfluss ist, wirkt auch die Schwerkraft der anderen Objekte auf uns. Genauso wie nicht nur die Erde euch anzieht, sondern ihr auch die Erde. Solltet ihr die Erde allerdings merklich anziehen, dann wird's langsam Zeit für eine Diät. Lange Rede, kurzer Sinn. Auch viele andere Objekte beeinflussen die Erde. Der Mond natürlich, aber auch der Jupiter, der schwerste Planet, der Saturn und in wesentlich geringerem Ausmaße auch die anderen Planeten. Unser Sonnensystem ist ein in sich fein abgestimmtes System, wie eine Art kosmisches Uhrwerk. Alle ziehen und zerren aneinander und das hat Auswirkungen auf unsere Erde, genau genommen auf die Neigung der Erdachse, auf die genaue Form unseres Orbits und auf die Ekliptikebene, die Ebene der Umlaufbahn der Planeten. All diese Faktoren unterliegen durch die physikalischen Einflüsse innerhalb des Sonnensystems komplizierten, aber regelmäßigen Zyklen. Und das sind die Milankovitch-Zyklen. Als erster erkannte dies der serbische Mathematiker und Geowissenschaftler Milutin Milankovitch in den 1920er Jahren. Wir reden hier also gleich über mehrere astronomische Zyklen, die unseren Planeten und das Klima massiv beeinflussen. Und trotz dieser immensen Wichtigkeit dürfte der Durchschnittsmensch noch nie von den Milankovitch-Zyklen gehört haben.